Hi, heute zeige ich euch mal ein paar Foro-Shoro-Begleit-Pattern. Erstmal fange ich mal an mit nur links. Also das geht ganz basic los mit Grundton, Akkord, Terz, Bass vielleicht und wieder Akkord. Das war's. Tschüss. nee, Quatsch. Also Grundton mit bisschen mit Balk anhalten, weil es der Kontrabass ist. Bong. Ja, dann Akkord, Bass wieder weich und Chord. Daraus ableiten kann man noch auf der 2 noch ein zusätzliches Achtel. Das ist eigentlich schon ziemlich, das bringt schon Feeling, ja. Okay, bevor ich jetzt weitere Spielweisen zeige, ich mache nur eine noch, vielleicht, die ist nämlich dem Tango total ähnlich oder im Grunde das gleiche, auf 1, auf 2 und auf 4 zu spielen und auf 2 und der Ton ist lang und hat auch wieder so einen Balkstopper, ja, kurz am Anfang, kurz am Ende, in der Mitte lang und rund. 1, 2, 3, 4. Das kennt eigentlich jeder, aber... Und mit diesen beiden Spielarten kommt man eigentlich schon durch ein Stück so durch. Ja. Und vor allen Dingen, es wechselt sich auch ab. Man kann so rechts die Melodie spielen. Und wenn die Pause hat, linke Hand begleitet dann so ein bisschen. Durchspielt. Die andere Spielweise. Also diese, was ich, der Tango, ne? Und und wenn man das so ein bisschen kombiniert. Und meistens passieren solche Sachen auch aus Versehen. Wenn ich also sowas mache und wenn ich jetzt zu viel Balk wechsle, dann kommt plötzlich noch ein Achtel rein. Das braucht auch nicht laut sein, ne? Rechte Hand dieselben Akkorde, die die linke spielt, rechts auf 2 und 4 spiele, ist schon echt alles komplett. Ja. Jetzt kombiniere ich noch mal ein bisschen so mit der rechten Hand. Thank you.
gerade, ich habe irgendwas, wollte ich gerade noch sagen. Ach so, genau, es geht um die Triolen. Das ist ein bisschen wie im Jazz, dass man also nicht einfach der da 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 dam 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 da 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 dam, sondern die du 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 dam dam dam. Eine ist immer laut und lang und die andere kurz und ein bisschen leiser so, ja. Aber es gibt Stellen, wo es auch gerade ist. Obwohl, nee, es ist auch triolisch. Aber trotzdem, es gibt immer so Reibungsmomente, wo zwischen gerade und triolisch, ja. Diese Guiro und Pandero, wenn die das spielen. Und dazu eine Melodie kommt, die kann auch sehr gerade sein darüber, ja. Und das reibt sich dann ganz gut. Aber das machen wir vielleicht beim anderen Mal wieder, ja? Okay. Also, viel Spaß damit und alles Gute.